Also in Der Hund begraben geht es um einen Mann, der überflüssig wird, als seine Familie einen streunenden Hund adoptiert und diesen scheinbar mehr liebt als ihn und ihm viel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Es geht um einen Mann, der den rechten Zeitpunkt verpasst, sich zu formulieren. Der hat Probleme beruflicher Art, privater Art und er schafft es nicht, sich der Familie zu formulieren. Und als der Hund dann verschwindet, woran er nicht ganz unschuldig ist, tritt da eine Lawine von Lügen los, aus der er sich dann eigentlich nicht mehr befreien kann. Und aus diesem verpassten Moment heraus ergibt sich ein Strudel der, wie soll man sagen, schrecklichen Ereignisse. Und so kommt es dann zu komödiantischen bzw. schwarzem, humorigem Struktur. Das, was der Regisseur sich gewünscht hat für seinen Film, hat er eigentlich bekommen. Da bin ich ganz glücklich und deswegen auch sehr glücklich und sehr stolz auf den Film. Ich frage mich manchmal, ob ich eigentlich glücklich war, bevor das mit den Finnen passiert ist. Aber was ist Glück schon? Eine Familie, die einen liebt? Ein echtes Zuhause? Vielleicht auch nur die Abwesenheit von Unglück? Und beides, das Glück und das Unglück, kommt oft aus der Richtung, aus der man es am wenigsten erwartet. Und unterscheiden kann man es oft auch nicht. Zu unserer Premiere von Der Hund begraben, nicht gestorben. Doch, vorher ist er gestorben und dann ist er begraben. Das Wortspiel kann ich Ihnen vielleicht nachher noch erklären. Wir haben Gäste da zu dieser fast nachtschlafenden Zeit am Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind und darf Ihnen vorstellen, fangen wir mal mit der nach außen hin immer die wichtigste Rolle, der Regisseur an. Das ist der Regisseur Sebastian Stern. Der muss es ja immer angestoßen haben, sonst gibt es den Film nicht. Dann hat er sich einen Schauspieler gesucht und einen ganz berühmten, Justus von Dohnanyi. Und das Geld hat dann einer eingesammelt und das Ganze überwacht, damit es auch zu dem Film kommt. Das ist Ralf Zimmermann. Es geht eigentlich dann auch darum, wie Menschen mit Entscheidungen und mit Problemen umgehen. Und der Hund begraben ist ja eigentlich so eine Redensart, die halt auf den Ursprung eines Problems hinweist. Also da, wo ein Hund begraben liegt, ist das Problem meistens verortet. Und im Film geht es auf einer tieferen Ebene darum, wie Menschen mit Problemen umgehen, wenn sie halt einfach an Symptomen herumdoktern und nicht aussprechen, was sie wirklich beschäftigt, auch in der Familie. Ich spiele den Hans Waldmann, den Familienvater, der ein lieber, braver Mensch ist, ein bisschen still, der sich eigentlich nicht viel äußert, sondern eher Dinge auf sich zukommen lässt. Und in unserem Film kommt eine ganze Menge auf ihn zu. Ich habe mir überlegt, wir können doch am Wochenende alle zusammen mal wieder was machen. Ein Ausflug oder Tennis spielen vielleicht. Wochenende ist gut, dann gehen wir in die Hundeschule. Das riecht schon lecker. Ja, das hast du dir verdient. Nach all dem Schlimmen, was du erlebt hast. Da gab es verschiedene Bausteine, die sich gefügt haben. Also das eine war, dass ich tatsächlich auch den Familienhund meiner Eltern öfters gehütet habe und gesehen habe, auch an anderen Hundebesitzerfamilien, wie amüsant es sein kann, wenn so ein Hund plötzlich Familienmittelpunkt ist. Und zum anderen wollte ich ganz gerne einfach so was machen, auch zu diesem Gefühl,
dieser Austauschbarkeit. Also die heutige Zeit ist ja da sehr schnelllebig und im Beruflichen wie im Privaten hat man das Gefühl, alles muss sich optimieren und scheitern ist eigentlich so ein ziemliches Tabu. Und jeder könnte ersetzbar sein, Konkurrenzkampf im Alltagsleben, im Berufsleben. Und da fand ich das spannend, das so zu kombinieren, zu sagen, was ist eigentlich, wenn der Familienvater durch diese Anwesenheit des Hundes plötzlich merkt, dass er selbst auf der Kippe steht. Mich hat eigentlich am meisten gereizt die, die skurrilen Momente in einem ganz normalen Leben. Also das ist ein ganz normales Familienleben und durch den verpassten Augenblick sich wirklich zu formulieren, ergeben sich sehr, sehr skurrile Momente. Der Film startet in einer Normalität und gleitet immer mehr ab ins Absurde. So würde ich sagen, das hat mich gereizt und mich hat auch gereizt, rein schauspielerisch, dass man so eine stille Figur mit kleinen Mitteln spielen muss oder sollte und dass ich das versucht habe, sozusagen mit Blicken und kleinen Gesten und sowas. Das ist also keine expressive Rolle, sondern eher eine nach innen gekehrte. Der Film sollte nicht in den 80ern spielen, aber er sollte was Gestaltetes haben und er sollte sozusagen nicht Sozialrealismus sein, sondern eine kleine Stilisierung. Also der Film heißt ja auch im Untertitel die Geschichte von einem Mann, der überflüssig wurde. Und also der Film sollte eigentlich auch als Geschichte rüberkommen und so ein kleines bisschen bigger than life sein. Und wenn man was stilisiert, kann man das auf verschiedene Arten machen. Man kann es bunt machen, man kann sich auf bestimmte Farben konzentrieren und so. Und wir haben halt einfach so eine Farbpalette gewählt, die ein bisschen vielleicht aus dieser Zeit ist und ein Haus gefunden, das dann auch noch vieles mitgebracht hat, was in die Richtung ging. Gleichzeitig war es aber auch wichtig, dass es natürlich nicht in den 80ern spielt. Also auch die Autos, Handy und so, das ist ja doch neutral. Wir haben aber auch nicht das Modernste genommen, damit es einfach ein bisschen zeitlos ist. Ich mag den trockenen Humor ganz gern, den beispielsweise die Coen Brothers in ihren Filmen haben, so wie A Serious Man zum Beispiel. Ich mag eigentlich schon Kaurismäki auch gern in seiner Lakonie. Ich würde aber behaupten, dass das jetzt, was ich gemacht habe, jetzt nicht diesen Film nacheifert, sondern eigentlich, ja, ich habe versucht, eine eigene Sprache dafür zu finden. Das ist aber ein schöner. Dann ruhig von der Leide. Die unseren tun nix. Gut. Das ist das Größte, wenn man diese Lebensfreude anschauen kann. Ich war ja 6 Jahre depressiv. Aber seit ich die Merle hab, ist mein Leben noch mal ganz neu losgegangen. Ich war drauf und dran, meinen Mann zu verlassen. Dann kam Spikey und hat unsere Ehe gerettet. Also Justus von Donani war tatsächlich relativ früh in meinem Kopf. Also ich würde mal sagen, noch nicht in der ersten Drehbuchphase, aber in der letzten Drehbuchphase auf jeden Fall. Sebastian Stern, der Regisseur, ist sehr interessiert an englischem und skandinavischem Humor. Und da gibt es, wie soll man sagen, von den Stimmungen, die da in dem Film stattfinden, kann man den ein oder anderen Film sich angucken, auch von den Coen-Brüdern zum Beispiel, kann man sich Filme angucken oder von Kaurismäki oder. Und kann sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Aber in erster Linie ist das Drehbuch da und die Gespräche mit dem Regisseur und die eigene Fantasie. Dann ist es eigentlich bei mir so, dass ich die Figuren, also so auch die Nebenfiguren, die speisen sich bei mir eher immer so aus, ja, aus einer Mischung aus echten Menschen, die ich kenne und manchmal auch amerikanischen Schauspielern, die ich mag. Also es ist eher so, dass diese Figuren eher so in meiner Vorstellung so lose sich schon aus anderen Menschen zusammenbauen und dann ist es immer, muss man sich davon wieder lösen und jemanden finden dafür. Aber das ist, nachdem ich dann Justus ein Jahr vor dem Dreh schon im Boot hatte, konnte ich dann da rundherum eine schöne, stimmige Familie bauen mit Juliane Köhler und mit den Kindern. Ja, das hat sich so nach und nach gefügt. Juliane Köhler ist mir in den Sinn gekommen, die kannte ich vor allem von der Bühne von München, vom Residenztheater. Und die hatte so was sehr Filigranes im Spiel. Was mir wichtig war, dass Yvonne eben ja, bei allem Absurden, was sie macht und auch bei dieser Tierliebe und so, dass da immer so eine Sehnsucht mitschwingt. Und dass das einfach so eine vielschichtige Figur ist. Und da erschien mir sie sehr, sehr gut. Und bei Georg war es schön, weil er halt einfach so auch durch seine Sprache
und den Schmäh so ein Fremdkörper so ein bisschen ist. Also der kommt da rein und passt eigentlich nicht so richtig in die Familie und das ist aber gerade gut. Also so, also das fand ich da so auch mit dieser österreichischen Färbung total gut. Außerdem mag ich österreichische Filme gern und Humor. Georg ist ein herrlicher, netter, skurriler, hochbegabter Schauspieler, der sehr eigenständig agiert und sehr eigenständig sich zeigt. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil es wirklich immer eine klare, deutliche Farbe war, mit der man, also man hatte echt ein Gegenüber da sitzen. Das war sehr, sehr aufregend mit ihm. Hat Spaß gemacht. Also Hans, du tust mir echt leid. Deine Situation ist wirklich... Das ist eine Scheißlage, in der ich bin. Hans, pass auf, ich helfe dir. Deine Situation, ja, die ist wie ein Knoten. Emotional unbrauchbar wäre ich, hat die Frau zu mir gesagt. Ich werde die Situation entwehren, weil du mir sympathisch bist. Du leihst mir den Wagen. Ja? Ich fahre zu deiner Frau und sage, dass ich den Hund überfahren habe. Er ist mir einfach vors Auto gesprungen und dann habe ich noch voll gebremst und dann war er nur noch Matsch und dann habe ich ihn gleich beseitigt. Also wir hatten zum einen gesagt, dass wir sehr statisch und eigentlich auch reduziert mit der Kamera arbeiten wollen. Also dass wir diese Lakonie, die der Humor ja hat und dieses Trockene, dass wir das auch visuell umsetzen wollen. Also dass wir jetzt keine unmotivierten Kameraschwenks und Kamerabewegungen geben, sondern die Bilder sollen sozusagen auch aus einer gewissen Ruhe heraus Wirkung entfalten. Dann wollten wir beispielsweise bei Gesprächssituationen die Menschen eher mittig ins Bild setzen, also nicht so, wie es im Fernsehen meistens gemacht wird, so rechts, links, Schuss, Gegenschuss über die Schulter, sondern eigentlich so eher so ein bisschen tableau-mäßig, so als würde man um die kadrierten Menschen irgendwie einen Rahmen drum machen können und sie an die Wand hängen können. Also dass es so ein kleines bisschen auch vielleicht was Artifizielleres hat. Also dass man das Gefühl hat, so der Film will nicht von vornherein behaupten, er sei Wirklichkeit oder Alltag oder Naturalismus, sondern dass man dieses Augenzwinkern, dass man sagt, hey, das ist eine Geschichte und wir erzählen eine Geschichte, dass man das auch erkennbar macht. Also das haben wir da versucht. 1:1,85 finde ich, ist ein sehr schönes Format. Also ich bedauere es immer ein bisschen, dass es im Fernsehen dann sehr schnell zu 16:9 umerklärt wird, weil ich einfach das schon cineastischer finde. Und ich finde, dass es gerade in diesem, ich sag mal, Familienkosmos, wo es ja darum geht, ich sage jetzt mal, um die Hauptfigur herum einen intimen Kreis von weiteren Figuren zu erzählen. Nicht die große Breite eines CinemaScope-Bilds und nicht die Landschaften, sondern eben dieses Intime dieser Familiensituation fand ich in diesem Bildformat sehr passend. Ich hatte da eine sehr, sehr intelligente und lange im Voraus planende Tiertrainerin, die sich sehr, sehr spielerische und eigentlich auch kluge Ideen einfallen hat lassen, um den Hund nicht zu irgendwas sozusagen zu dressieren, weil das sieht dann meistens so dressiert aus, wenn Tiere im Film so auf Abruf irgendwas machen, sondern so spielerische Situationen zu schaffen, in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn man ein bisschen Geduld hat, dass der Hund halt was Richtiges macht. Also beispielsweise gab es im Drehbuch die Ansage, erste Szene, der streunt übers Feld und kommt ran und bleibt vor der Kamera stehen. Und das war wahnsinnig schwierig herzustellen, dass ein Hund streunt, weil wenn man ihn ruft, dann rennt er und ansonsten weiß man nicht so recht, was er macht. Und da ist die Tiertrainerin halt irgendwie Wochen vorher auf dieses eine Feld, wo wir drehen wollten, schon mit dem Hund ein paar Mal hingefahren und hat mit ihm so ein Spiel eingeübt. Nämlich, dass sie so Leckerli versteckt auf dem Feld und er muss warten und dann darf er kommen und die Leckerli suchen. Und beim Drehen hat sie so getan, als würde sie das machen, hat es aber nicht gemacht. Also da gab es dann keine Leckerli und hat den Hund gerufen und der Hund lief los, dachte, ah, das ist das Spiel, das ich kenne. Und dann war da nichts und dann ist dadurch dieses irritierte Rumlaufen entstanden und so. Und so gab es einige Situationen, wo die einfach sehr, sehr kluge Lösungen gefunden hat, wie wir das mit dem Hund machen, und das war dann erstaunlicherweise ganz einfach. Also die größte Herausforderung beim Dreh war erstaunlicherweise nicht die Arbeit mit dem Hund, die war unglaublich einfach und überraschend gut. Es war
der Drehzeitraum im Februar pragmatisch schwierig, weil die Tage unglaublich kurz sind und weil es einfach jeden Tag um 15.30 Uhr anfängt, gerade im Wald, wo wir gedreht haben, dunkel zu werden. Da war das dann sehr oft ein Kampf gegen die Uhr. Inhaltlich war die größte Herausforderung, glaube ich, immer diese Balance zu halten zwischen Tragik und Komik und auch diese Stringenz dieses Abwärtsstrudels, in dem Justus von Donani oder Hans die Hauptfigur ist, die einerseits als Einbahnstraße zu inszenieren, aber halt dann trotzdem nicht eintönig zu machen. Dass man einfach sieht, okay, es gibt eine Steigerung und es gibt so einen Dominoeffekt und es wird immer schlimmer und der verrennt sich immer mehr in die falsche Richtung. Und das aber sozusagen, auch wenn man unchronologisch dreht, da immer zu wissen, an welchem Stadium man gerade ist, das fand ich herausfordernd, aber da hat man dann mit so einem erfahrenen Schauspieler wie Justus auch einen ganz starken Partner, der da seine Figur sehr, sehr gut kennt und sehr genau die Mittel einsetzt. Der Sebastian Stern ist ein ruhiger und entschlossener Regisseur, der weiß, was er möchte, probiert aus, er macht sich lange Gedanken und dann bei der Dreharbeit selber hatte ich den Eindruck dafür, dass es, wenn man so will, erst sein zweiter Film ist, ist er doch sehr klar in seinen Wünschen und er ist hat eine große Ruhe, strahlt eine große Ruhe aus, was mir auch sehr gut gefallen hat. Von daher haben wir unser Pensum immer gut hingekriegt und haben uns gut verstanden. Also die größte Herausforderung bei diesem Film war wie immer das Geld für mich als Produzent. Wir hatten, wahrscheinlich hat man nie genug, aber wir hatten wirklich wenig. Ein kleines Budget, überschaubares Budget für diesen Film. Und haben doch große Ansprüche an uns, an unsere Arbeit, ans Projekt. Das sieht man ja auch mit der Besetzung, mit den tollen Schauspielern, die wir haben. Juliane Köhler, Georg Friedrich, Justus von Donani. Das ist ja schon wirklich beachtenswert. Und wenn man weiß, was wir im Vorlauf an Möglichkeiten hatten, es hat lang gedauert, bis wir den Film finanzieren konnten, bin ich da sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben, dass wir diesen Cast zusammenbekommen haben. Und auch eigentlich nichts vermissen in dem Film. Wir haben uns selten einschränken müssen. Filmmusik hat Markus Lehmann-Horn gemacht, ein Komponist, mit dem ich schon seit der Filmhochschulzeit eigentlich auch an Kurzfilmen zusammengearbeitet habe. Mir war wichtig, dass die Filmmusik sehr bewusst eingesetzt wird, dass es nicht so, wie es bei Fernsehfilmen manchmal ist, einfach so ein Teppich ist, der so durchläuft und die Emotionen versucht irgendwie zu verbinden oder zu kitten. Sondern dass es bewusste Akzente setzt, dass es auch durch eine gewisse Wiederholung in der Musik zu diesem Strudel oder zu diesem Sog ein kleines bisschen beiträgt. Also diese immer mehr sich verkettende Schicksalshaftigkeit eigentlich dieser Abwärtsgeschichte, dass das durch diese Musik betont wird, ohne dass die Musik aber zu schnell zu viel verrät. Also die sollte vielleicht von der Stimmung her ausdrücken, dass Unheil möglich und erwartbar ist, aber dass es nicht sicher ist, dass es passiert. Also es sollte so eine Ambivalenz haben. Vielen Dank, dass Sie da waren und wie gesagt, wir wünschen dem Film sehr viel Erfolg. Er ist sehr unterhaltsam, er ist sehr gut gemacht. Man hat keinen Moment, den Moment, wo ich sage, das hätte ich gern anders gehabt und das ist peinlich. Also wirklich super, super gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Ich habe sowohl von den Sendeanstalten, die beteiligt waren, Arte und dem BR, als auch von Seiten der Produktion da sehr großes Vertrauen genossen, diesen Film auch schon so schneiden zu können, wie ich wollte. Also ich würde behaupten, es ist der Director's Cut, aber es ist jetzt auch der offizielle Cut.